Hallöchen, ihr seht hier schon Akkus auf dem Tisch. Und die Akkus haben auch Zahlen drauf. Also hier eine 25, der hier auch 25, 25, der sagt 30, der 20 und der 25. Was hat das jetzt auf sich mit den Zahlen da drauf? Ja, ist ganz einfach. Ich habe ja mal vor längerem was nachgebaut. Ist ja so ein Selbstbauprojekt gewesen. Diesen Innenwiderstandstester für Batterien, den ich hier mal. Ja, ich habe immer noch die Nägel hier drin. Ich muss mal gucken, dass ich da noch mal die Federkontakte kriege. Aber ich habe bis jetzt immer wieder versäumt, sie zu bestellen. Kommen wir ja jetzt auch aus China. Dauert ja auch. Aber damit kann ich das ja testen. Und das ist der Innenwiderstand. 30 Milliohm, 20 Milliohm und der Rest hat 25 Milliohm. Circa. Ist nicht hundertprozentig genau, aber um es in etwa einzugrenzen. Und wozu brauche ich die? Ja, ich habe neues Spielzeug. Dafür muss ich mir einen Akku bauen. Und zwar aus 5 Zellen. Und die sind hier aus einem Laptop-Akku, der in einer Batteriesammelkiste lag. Davon habe ich jetzt noch einen ganzen Haufen mehr. Und das ist die einzigste, die ein bisschen ausgerissen ist. Also 30 ist jetzt wirklich schon gut geschätzt. Er hat schon ein bisschen mehr angezeigt, aber es ist die einzigste, die ein bisschen weit abweicht. Die hier mit 20 könnte auch eine 25 sein. Also jedenfalls hatte sie mir stabil 20 angezeigt. Die hier ein bisschen geflackert, so zwischen 18 und ja, knappe 30, immer so ein bisschen hin und her. Also ich habe es auf 25 so einen Mittelwert genommen. Aber das Ding ist, die hier war jetzt, ich weiß jetzt nicht mit welcher genau zusammen. Ich glaube mit der 20er. Warte mal, das kriege ich vielleicht sogar noch raus. Ja, die waren so zusammen. Das passt auch. Die 30er und die 20er. Ich habe sie alle aufgeladen. Die fliegt raus, weil ich brauche 5 Stück. Also bin ich hier mit den 25ern und der 21er schon sehr gut. Und dafür habe ich mir auch schon was fertig gedruckt. Ein Kistchen und da kommt ein Deckel drauf. Und jetzt könnte man ja eigentlich schon knapp erkennen, wofür das ist. Für ein neues Spielzeug für mich. Der mein Sofa weiß schon, was es wird. Ihr müsst dann noch ein bisschen warten, bis ihr das direkt seht. Ich sag es noch nicht. Ich baue mir erstmal den Akku fertig. Das ist erstmal nur vorläufig. Ich habe noch kein BMS, das kommt später, aber ich brauche das Spielzeug demnächst schon mal, die nächsten Tage. Und da müssen Kontakte rein. Und ihr seht schon, da ist was drinne. Das habe ich mir auch nicht komplett selbst ausgedacht. Das habe ich aus dem Internet gekramt und mir angepasst. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was wirklich passend war. Da kommen rein diese Kabelschuhe. Ich denke mal, ihr wisst, wie die aussehen. Ich nehme mal einen, der noch nicht von mir verbubbelt wurde. Ich brauche sowieso noch einen zweiten. An die Besonderheit komme ich, jetzt komme ich gleich zu. Das hier ist ein Kabelschuh zum Krimpen. Der steckt hier drinne. Der hat die Besonderheit, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, die eine Seite ist abgekniffen. Das hat nämlich den Hintergrund, das hat nämlich auch der Ersteller dieses Teils, es war noch nicht, ist nicht ganz so wie jetzt, das habe ich mir schon angepasst an für meine Sache. Das sollte nämlich nur ein Adapter sein für irgendeinen anderen Akku. Und ich brauche das ja direkt als Akku. Und der hat das schon eingeplant, genau so zu machen, weil ich hatte mit meinem Sofa drüber gesprochen, was ich als Kontakte nehmen kann. Und dann sagt der Kabelschuh, umbiegen. Ja, und das war schon so vorgesehen, dass man da Kabelschuhe nimmt. Und hier muss ich jetzt die eine Seite wegknipsen. Das tue ich einfach mal.
das so klappt. So. Und dann kommt die auf die andere Seite da so reingeschoben. Klappt wieder nicht, da brauche ich wieder die Zange. Wo ist sie denn? Da. Ich weiß nicht, wo meine andere kleine Zange ist. Das ist die relativ schlechte. Oh, ein bisschen zusammenbiegen hier vorne. Ein bisschen. Das ist ein bisschen fummelig. So. Dann kommt das da so rein. So, jetzt nehme ich mal das Teil. Und wie verstecke ich das denn jetzt? Ihr könnt euch ja eigentlich schon denken, was es ist. Im Groben und Ganzen. Ich mache das erstmal so. Ja, ist wahrscheinlich wohl ein Akkuschrauber. Aber ihr werdet sehen, was es nachher direkt ist. Das kommt da rein. Das wird da reingeschoben. Es sollte dann auch da so drinne sein und die Kontakte bleiben drinne und es würde funktionieren. So. Das kommt dann wieder ab und fertig. So, den Rest hier zeige ich später. Mein Sofa weiß schon, was es ist. Aber der ein oder andere weiß es noch nicht. Also ein Akkuschrauber könnte ein Akkuschrauber sein. Und ich brauche 20 Volt. Das deutet ja auch auf einen Akkuschrauber hin. So, bei der Kiste hier habe ich das schon gemacht. Die habe ich mir selber designt, so mit diesen Dreieckdingern hier zum Anschrauben. Kommt hier drauf, nämlich nachher die, was war das hier, glaube ich, M3. Hier diese M3 Schrauben mit Muttern. Und die Muttern sind schon, ich glaube, da kann man sehen, die ist schon reingeklemmt. Die zwei sind auch drin, nur hier hält es nicht. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Da wollte sie nicht halten, die sind herausgefallen. Ich habe das auch schon vorbereitet fürs BMS. Da habe ich schon Platz gelassen. Jetzt kommen 5 Stück rein. Muss bloß gucken. So. Und dann ist da noch Platz. Warte mal, ich versuche das mal so zu halten. Ihr seht, da ist noch Platz. Da kommt nachher das BMS oben drüber. Das ist ungefähr 6 mm in der Höhe. Und dann habe ich da genug Platz drinne. So, und dann mache ich jetzt die Akkus mal fertig. Also verbinde ich dann plus minus zusammen. Dann muss ja in Reihe, weil 4 mal 5 sind 20 plus 0,2 mal 5 sind 1 Volt, sind 21 Volt Ladespannung insgesamt. 20 Volt brauche ich. Er geht aber auch, das Teil, das Spielzeug, das geht auch noch mit 12 Volt. Es müsste passen, 3, 6, 9, 12, 15, ja. Ja, mit 12 Volt läuft er auch noch, aber 15 Volt ist nachher die Ladeschlussspannung oder Entladespannung oder die Entladeschlussspannung nachher insgesamt, wenn die alle 3 Volt haben, 3 mal 15, 15 sind 15 Volt. Passt. So, ich werde das mal zusammenlöten. Ja, ich habe leider kein Punktschweißgerät, das wäre besser, um hier diese Nickel oder was Plättchen drauf zu schweißen, Punkt zu schweißen, aber ich werde das mit Lötkolben und Lötzinn machen, das geht auch. Habe ich schon öfters so gemacht, das funktioniert wunderbar. Muss bloß aufpassen, dass der Akku nicht überhitzt. Also immer nur kurz löten und da sind diese angepunktschweißten Fähnchen schon ganz gut für. Die Kabel hier, die werde ich wahrscheinlich auch nutzen als erstmal als zum Anschließen. Muss ich mal gucken. Kriegen wir schon mal hin. Ich mache das jetzt fertig und dann, wenn er soweit zusammengelötet und angeschlossen ist, werde ich das dann zeigen, was es denn auch ist. Also, wir sehen uns nachher gleich wieder. Hallöchen. Ja, so. Ich habe jetzt soweit fertig. Ihr seht schon, das Ding ist da drinne. Noch keine
Ja, es ist Balancing-Anschlüsse, weil sie sind eigentlich alle jetzt erstmal voll und sollte erstmal soweit funktionieren. Wenn sie mir kaputt gehen, ich habe noch mindestens drei Akkus, wo ich noch Zellen rausholen kann, wo ich das dann mit Balancing mache. Jetzt suche ich gerade. Ich wollte es euch eigentlich zeigen, aber jetzt ist gerade weg. Warum? Wo ist das hin? Egal, kann ich euch auch so nochmal zeigen. Ich habe hier da so Kupferdraht, so starre Kupferdraht, ich glaube 1,5 oder was habe ich genommen und habe das da drüber gelötet an den Kontaktflächen. Soweit. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen erkennen da drinnen. Muss ich bloß mal gucken, wie ich das hier mit dem Strom mache. Der ist noch ein bisschen kurz. Vielleicht muss ich da noch mal kurz den da irgendwie wieder rauskriegen. Wenn ich ihn dann rauskriege. Irgendwie habe ich ihn da ja auch reingekriegt. Ach Mist, jetzt ist eine Mutter reingefallen. Ja. Welche ist das? Von da hinten. Na gut. Muss ich mal gucken, wie ich das gleich mache mit den Muttern. Hier, jetzt kann ich es euch zeigen. Hier hatte ich jetzt nur so rüber gelötet. Das hat gepasst. Ansonsten habe ich hier Kupferdraht drüber gelötet. Ist nicht schön und ist aber selten. Es ist halt Stromibastel. Ich wäre ja nicht so, ne? Und ich erkläre euch nachher gleich noch, warum, wieso, weshalb ich das so mache. Warum ich mir jetzt hier einen Akku baue. Komme ich dann zu, nachher gleich. Ich mache das hier gleich mal mit den Schrauben. Ich mache noch mal ein bisschen neues Kabel ran. Haben tue ich eigentlich was. Aber ne, das ist zu dünn. Ich habe schon mal geguckt. Also er braucht so 5 Ampere. Also ich glaube 40 Watt hat der Ding. 20 Volt, 40 Watt. Bö. Steht hier nicht dran. Steht es auf dem Kartönchen. Akku, Lampe, bla bla. Powered by bla bla bla. LED ohne Dings, ohne das. Aber ich meine, das waren 40 Watt oder 20 Watt. Weiß ich nicht. Jedenfalls der Original-Akku hat auch nur 2 Amperestunden. Ja, sollte hinhauen. Wenn es 5 Watt, 5 Ampere sind. 4 mal 5 sind 20, ja, sind 20 Watt. Ja, sollte hinhauen, erstmal, ohne dass er mir gleich explodiert. So, gut, ich werde erstmal Kabel suchen. Haben tue ich welches ist. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt hin ist. Werde ich nachher gleich finden. Mache ich das soweit fertig, schraub das auch schon mal zu und dann komme ich zum Rest. Den ich erzählen wollte. Gut, dann bis gleich. Hallöchen, da bin ich wieder. So, jetzt ist der Akku zusammen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch mit den Kontakten. Es müsste passen, so wie ich das sehe. Da drinnen müsste passen, müsste gehen. Ich habe noch Toilettenpapier als Polster mit reingepackt. Dann wollen wir mal gucken, ob das aus funktioniert. Was habe ich denn hier an neues Spielzeug? Erstmal gucken wir da. Ja, es ist ein Schrauber und zwar ein Schlagschrauber der Firma. Und er funktioniert. Ja, wird laut. Gut. Und warum habe ich jetzt mir den Akku gekauft, besser gesagt selber gebaut? Weil ich ihn nicht kaufen wollte. Das Ding gab es ohne Akku. Der war nicht mit bei, die muss man extra kaufen. Ladegerät auch extra kaufen. Das ganze Ding hat mir
22 Euro gekostet, ohne den Akku halt. Der Akku wäre nochmal 18 Euro und das Ladegerät nochmal 20 Euro drauf. Ja, ich hätte auch für das Geld ein komplettes Ding kaufen können. Irgendwo bei Amazon oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich nutze das Ding so selten. Ich werde das so selten nutzen, dass ich da keine 60, 70, 80 Euro für ausgeben wollte. Und das ist ein kleiner, der reicht mir. Der hat 150 Newtonmeter mit. Was war das? 0 bis 2500 Umdrehungen steht hier. 150 Newtonmeter und macht eine Impact Rate von 0 bis 3500 die Minute. Das reicht. Das ist nur, um verrostete Schrauben und so weiter rauszukriegen. Und werde ich im Garten nämlich brauchen für den Gartenhäcksler, um die Messer rauszukriegen. Dafür habe ich das Ding. Ich habe das einmal versucht. Ich hatte keine Chance, die Dinger da rauszukriegen. Die sind so festgerostet. Darum das Ding. Und an meinem Generator habe ich Ölwechsel machen wollen. Da hatte ich das Ding auch noch nicht. Da habe ich es mit Ratschel und Hammer und hast du nicht versucht. Und was soll ich sagen? Die Sechskantschraube ist rund. Hätte ich den jetzt hier gehabt, wäre es vielleicht wahrscheinlich noch, hätte es noch funktioniert. Ich habe aber das Öl rausgekriegt, habe ich einen Schlauch genommen und rausgesaugt. Das ging auch. Aber genau für solche Sachen, für festsitzende Schrauben oder sowas, das Ding. Mehr ist es nicht. Es ist nur wirklich für Sachen, die Schraube. Und deswegen reicht mir das auch mit dem kleinen Sechskant hier vorne. Dabei ist nämlich noch gewesen, da brauche ich mich nichts extra kaufen. Den Adapter für die Nüsse habe ich hier mal gut, zufällig gerade einen in der Hand. Ja, hier, das ist ja hier Standard. Ich glaube, ein 1/2 Zoll kann ich denn da reinsetzen. Oder auch, falls ich hier mal brauche, wo ist das Ding? Das fällt jetzt alles wieder auseinander. Da, die habe ich auch noch. Die Philips Bits. Kann ich denn auch Geräte mit aufschrauben? Also ich werde es nicht so oft brauchen. Ich habe ja noch einen Akkuschrauber. Darum habe ich das Ding selbst gebaut. Ich wäre ja nicht Stromi, wenn ich das nicht selber könnte. Und wenn ich jetzt einen gekauft hätte mit dem, was ist das für ein Anschluss? Das ist jetzt ein 1/2 Zoll. Das andere ist, glaube ich, 3/8 Zoll. Gleich dieser Vierkant drauf, ich glaube 3/8, das ist der große. Hätte ich denn noch einen teuren Adapter kaufen müssen, um auf den 1/2 Zoll hier zu kommen, beziehungsweise auf die Hex-Dinger hier, auf die Bit-Dinger hier. Hätte ich denn noch extra kaufen müssen. Nochmal zusätzlich, nee, mache ich nicht. Vielleicht lasse ich das auch mit dem Akku erstmal so. Das reicht erstmal aus, vorerst. Und hole mir nächsten Monat noch den Akku dazu und dann ist gut. Netzteile kann ich mir hier selber zusammenbauen. Das ist auch nur, da ist ja auch Elektronik drin. Der Akku ist aber für 20 Volt, 2 Ampere nur halb so hoch. Wahrscheinlich ist der ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt nicht direkt gesehen. Warte mal. Ich glaube, hier auf dem Bild ist das. Ja, ist ein bisschen anders. Aber da sieht man das schon, so ein leichten gräulich. Ist ein bisschen größer. Aber ob sie da 5 Zellen, weiß ich gar nicht. So groß ist der doch gar nicht. Sind die denn, aber naja, haben sie denn so quer denn drinnen liegen? Ja, 5 Stück, nein, ja, das geht auch. Es gibt noch eine 4 Ampere Version, da sind dann eben, das ist dann auch so ein großes Ding. Scheiß drauf. Das reicht mir aber so.
Hauptsache, ich kann erstmal schrauben. Dafür habe ich es gekauft. Und dafür will ich es auch nutzen, eben für festsitzende Schrauben. Ich will kein Auto auseinandernehmen. Ich will keine Räder wechseln damit. Dafür brauche ich keinen Schlagschrauber mit 450 Newtonmeter oder mehr, oder was die haben, keine Ahnung. 150 Newtonmeter, das reicht. Für das meiste Zeugs reicht das völlig aus. Was sind denn 150 Newtonmeter? Das ist ordentlich. Da kannst du ordentlich was. Die kriegt man mit der Hand schon kaum erreicht mit einem normalen Ratscher. Da muss man schon eine Verlängerung ansetzen, um dahin zu kommen. Gut, aber das wollte ich machen. Das habe ich jetzt gezeigt. Den hatte ich mir gekauft jetzt für 22 Euro. Und heute Abend mache ich hier noch den Stream, wenn ich es denn schaffe. Ansonsten verschiebe ich den noch mal. Weiß ich nicht, oder er fällt aus und ich mache es auch als Video. Kann ich noch nicht sagen. Schaue ich mal. Und dann wird es noch als nächstes Video geben, wie ich Zahnriemenwechsel mache. Und wofür brauche ich die Zahnriemen? Das werdet ihr dann in dem Video sehen, wo es dann drum geht. Gut, nee, bis hierhin, dann vielen Dank fürs Zugucken und vielleicht bis heute Abend zum Stream. Tschüssi!